Das Nobelpreismuseum in Stockholm öffnet erstmals seit der Corona-Krise. Auf dem Programm Contagious, ansteckend. Die neue Ausstellung kreist um Pandemien und vor welche Herausforderungen sie die Menschheit stellen. Die Museumsdirektorin Erika Lanner erklärt, in der Ausstellung gehe es um Pandemien, Viren und das Immunsystem im Spiegel der medizinischen Forschung, Wirtschaft und Literatur. Dabei sei es ihnen wichtig zu zeigen, dass die Menschheit die Möglichkeiten habe, für verschiedene Krisen Lösungen zu finden und Hoffnung zu verbreiten. An ability to overcome and find solution in different times of crisis and convey a message of hope. Pandemien in der Literatur. T.S. Eliot verarbeitete in Das wüste Land seine Erfahrungen mit der spanischen Grippe. 1948 gewann er für seine schriftstellerischen Leistungen den Literaturnobelpreis. Oder Die Pest, geschrieben von Albert Camus über eine Epidemie in der heute algerischen Stadt Oran. Camus gewann 1957 ebenfalls den Nobelpreis für Literatur.